gibt es eine Diskrepanz, Michael, zwischen dem, was der normale User sich wünscht, nämlich dass er so viel wie möglich und so schnell wie möglich qualitativ hochwertige Texte bekommt, indem er einfach nur Fragen stellt oder seine Probleme schildert und sozusagen nicht mehr so viel selber denken muss, und dem, was tatsächlich durch KI-basierte Software passiert, dass wissenschaftliches Schreiben und die akademische Praxis sich grundsätzlich verändern werden. Ja, ich glaube schon, dass es da eine Diskrepanz zwischen gibt. Also die Erwartung von einem User, dass man ein Produkt bekommt, was fix und fertig ist, ist sicherlich da. Nur ob die momentane KI dazu in der Lage ist, solche Produkte von sich aus abzugeben, darüber wird man diskutieren können. Wenn man nicht die Kompetenz hat zu beurteilen, was diese KI inhaltlich dann abgibt, dann läuft man Gefahr, dass man das unreflektiert glaubt, was ich auch für ein hohes Risiko zum Beispiel bei diesem Angebot von Microsoft halte. Ich denke, dass selbst mit einer KI als Werkzeug der Nutzer der KI immer noch in der Lage sein muss, selber auch ein Werturteil über den Inhalt, das die KI produziert, abzugeben. Wenn der Nutzer nicht mehr in der Lage ist, den Inhalt zu beurteilen, den eine KI abgibt, dann hat er verloren. Also dann ist er dieser KI ausgeliefert, weil die schon in der Lage ist, auch letztendlich manipulativ zu arbeiten.